Du kannst immer noch keine geeignete Fracht transportieren. Jackson stellt Bier her, das machen die auch. Vielleicht sollten wir hier für irgendwas sorgen, was in der Nähe ist. Die könnten zum Beispiel auch Weizen gebrauchen. Dann bauen wir schon mal einen kleinen Bahnhof, oder? Haben die hier oben Weizen in Memphis? Ja, haben die. Und Weizen könnte später auch für Shreveport sehr, sehr wichtig sein. Machen die den Bahnhof erstmal so mit hin. Geht das hier rüber? Ja, gerade so. Okay, 351.000. Aber das ist es mir wert, dafür, dass wir immer noch Geld bekommen. Auch hierdurch mit der Number 51 sowieso. Okay, damit hat Jackson jetzt auch nochmal die Möglichkeit, Weizen zu bekommen. Betriebsmittel fehlen auf einigen Schienen, auf einigen Strecken. Das werden wir jetzt auch ändern. Einmal bitte dort welche hin. Hier bitte auch. Okay, brauchen wir sonst noch irgendwo welche? Ja, hier. Sicherheitshalber auch, wenn wir Geld haben, noch an weiteren Stellen. Verdammt! Aber immerhin, sieht doch gut aus. Aktuell sieht es sehr, sehr gut aus. Ich bin sehr, sehr stolz auf das, was wir geschafft haben. Und wenn wir jetzt hiermit auch noch ein bisschen Geld machen, offensichtlich ist die Linie von Louisville nach Knoxville richtig gut. Dann können wir uns nicht mehr beschweren. Ich habe jetzt hier auch bloß eine Linie, ne? Sieht so aus. Die bringen Schuhe hoch und Fleisch nach Louisville. Was im Moment nicht weiter wächst. Wir brauchen jetzt aktuell wieder ein bisschen was an Erz. Wie groß ist die Franklin-Grube? Die produziert ordentlich. Und unser Zug, wo ist der? Der ist noch nicht mal auf dem Rückweg. Das heißt, ich könnte hier tatsächlich noch ein Ausweichgleis machen und für mehr Zeug sorgen. Signale einführen. So ist gut. Und neuer Zug. Lokomotive wählen. Reicht auch wieder eine ganz normale Number 51. Okay, hier fehlen noch Betriebsmittel. Sonst noch irgendwo ein Punkt, wo Betriebsmittel fehlen könnten. Überall lese ich Versorgungsturm. Mindestens an jeder Strecke einmal. Wirklich nur hier. Bamseln wir hier jetzt auch noch einmal einen Versorgungsturm hin und dann reicht das. So, dann müssen wir uns eher um die Wartungsgebäude kümmern, dass die noch mit dazukommen. Du hast noch kein Wartungsgebäude. Doch, hast du. Hat Memphis ein Wartungsgebäude? Ja, haben sie. Aber nicht hierfür, aber das ist auch nicht schlimm. Überfall. Und der Wachmann konnte es verhindern. Sehr gut. Dank dem Wachmann werden wir jede Menge Kohle sparen und unsere Leute zufriedenstellen. So muss das sein. So ist das fein. Solange der nicht abgeworben wird, ist alles gut. Louisville Railroad hängt alle ab. Wert erreicht 25 Millionen. Damit setzt die bekannte Eisenbahngesellschaft ihre Erfolgsgeschichte weiter fort. Wir sind schon wieder viel zu lange am Aufnehmen. Ich habe schon wieder viel zu viel an einem Tag gemacht. Man hört es. So, hier gibt es noch eine Anschlussprämie. Wie sieht's aus? Braucht ihr noch Mais? Ja, braucht ihr. Warum braucht ihr Mais? Hier wird doch Mais eigentlich transportiert. Ich habe nie eine Linie zum Mais fertig gemacht. Aha. Lokomotive wählen. Dann nehmen wir eine ganz normale Number 51. Ich werde jetzt keine neue Linie einrichten. Da reicht es, wenn dieser Zug jetzt endlich mal rüberfährt und wieder zurück. Dann werden wir noch ein Ausweichgleis fertig machen. So ist gut. Andersrum genauso. Okay, dann bringen wir jetzt nämlich auch Mais nach Louisville und so wird Louisville weiter wachsen. Sehr nice. So muss es sein.
Louisville, Knoxville. Okay, ich muss den Bahnhof auch noch ausstatten. Mit einer Reparaturstation. Einem Wartungsgebäude. Und wie sieht's hier aus? Schon sehr gut. Die sind zwar immer noch alle mit Kutschen unterwegs, aber die Bahnhöfe sorgen dafür, dass hier immer mehr Menschen durch die Stadt wandern und losziehen. Freut mich sehr. Louisville wächst weiter und kommt so langsam auf den richtig grünen Ast. Wir haben schon ein Museum in der Stadt, werden jetzt auch in anderen Städten dann Museen bauen. Freut mir. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viele Waffen haben wir schon runtergebracht? 5 von 12 nach Jackson. Und wir haben nur bis Ende des Jahres Zeit. Ja, 1863. Vielleicht sollte ich noch eine zweite Lok einsetzen, um das schneller zu transportieren. Das ist schon eine Ausweichstrecke hier, ne? Nee, ist es nicht. Sieht nur so aus. Gut. So, dann machen wir hier auch noch eine Ausweichstrecke hin. Weg. Neu. So ist gut. Und eine letzte noch hier vorne. Mit Signalen. So ist schön. Oh je. Und genießt. Oh Gott, oh Gott. So. Und zu guter Letzt hier drüben. Dann brauchen wir nämlich gleich den neuen Zug. Eine Lokomotive wählen. Wir nehmen noch eine Consolidation. Die muss schnell fahren. Von Louisville. Falscher Bahnhof. Louisville 2. Nach Jacksonville. Und bitte nur Fracht. Die fährt jetzt einfach los, weil es keine Waffen gibt, oder wie? Nee, 1,3 Waffen. Ach, verdammt. Die Nachfrage ist einfach viel zu hoch in den anderen Städten. Das ist schlecht. Ich meine, die beiden Züge kommen sich jetzt entgegen. Der eine wird ja dann hoffentlich ein bisschen was mitbringen. Der bringt noch Bauholz mit für Nashville. Aus Jacksonville. Und die entwickeln sich leider nicht weiter. Warum auch immer. Was fehlt euch noch? Nee, ich wollte jetzt kein Zeug sehen. Also wir bringen zurzeit Holz her. Getreide. Uns fehlt noch Mais und Fleisch, aber der Rest ist alles da. Kann keine geeignete Fracht transportieren, das ist klar. Chemikalien wollen die da unten nicht haben. Aber wir können Chemikalien von Memphis nach Louisville bringen, falls wir die auch noch benötigen. Aktuell ist alles da. Außer dieses Zeug hier, Eisen. Eisen ist alle. Gut, der Zug hier müsste auch wieder losgefahren sein. Der wartet noch mit Bier. Der wartet auf den anderen. Ach so, weil der eine Panne hat. Okay, immerhin, immerhin. Gucken wir mal. Wir nehmen uns jetzt schon mal die Consolidation B. Die ist ja wesentlich besser als alles andere. Die beiden könnten wir auch noch erforschen. Decaport 210. Rogers Module. Die hier darf ich gar nicht erst erforschen. Schade. Und die Zeit vergeht und vergeht. Ist nicht gut. Was ich jetzt machen könnte, um wenigstens ein bisschen Kleingeld in die Tasche zu bekommen, ist hier eine Schiene so entlang. Wisst ihr, was wir auch machen können?
Wir können auch einfach die Linie von Louisville nach Nashville unterbrechen. Dementsprechend würden die Waffen ausfallen. Aber wir hätten wenigstens Waffen, die wir dann in die anderen Städte bringen können. Also, zeig mir mal den Zug. Du bist ein Passagierzug. Kann ich dir sagen, dass du keine Waffen mitnehmen sollst? Nee, ne? Zug verwalten. Dann bist du jetzt auch ein Passagierzug, so. Gott, tschüss. Damit werden keine Waffen mehr an Nashville geliefert, sondern nur noch an Jackson, was auch dringend Zeit wird. Sonst kriegen wir ein Problem. Ein zeitliches Problem. Jackson, ihr habt alles, was ihr braucht. Warum wächst ihr nicht? Geht mir auf den Zünder. Hier gibt es auch eine Anschlussprämie. 500.000. Dafür, dass wir Baumwolle anschließen. Braucht ihr Baumwolle? Ihr habt keine Nachfrage, obwohl ihr Kleider herstellt. Rodungsfläche nahe Fayetteville. Die möchte ich gerne haben. So. Wer könnte denn Baumwolle benötigen? Ihr nicht. Also eigentlich ja nur die Städte, die auch irgendwas mit Kleidung am Hut haben. Aber da gibt es keine in der Nähe. Also ist die Fläche völlig für den Hintern. Ich kann das jetzt höchstens anschließen. Ja, macht aber keinen Sinn. So, 500.000. Nur deswegen. Die werden eh irgendwann unrentabel sein. Dann müssen die damit leben, dass die irgendwann untergehen. Okay. Louisville Railroad vergrößert Netz. Derzeit 36 Bahnhöfe angeschlossen. Juhu! Ihr macht sogar schon Töpferwaren. Brauche ich Töpferwaren? Ich weiß es nicht. Überfall. Der Wachmann hat alles verhindert. Gott sei Dank. Ich liebe den Wachmann. Das ist jetzt mein bester Freund. Gibt auch wieder Kohle. Wir sind jetzt schon bei 3 Millionen. Wie sieht unser Unternehmenswert aus? Immer noch bei 25 Millionen. Das ist super. Aber er hat auch wieder 22 Millionen. Wie auch immer er das geschafft hat. Der muss wohl immer gleich auf sein mit mir. Mit Absicht. Reporter brauch ich nicht. Gibt es nicht nur anderes Personal? Erfinder. Was macht der denn? Stellt dir Ideen und Erfindungen zur Verfügung und liefert dir auf diese Weise 110 Innovationspunkte. Nehme ich gerne. Dankeschön. Dann habe ich wieder ein paar Punkte, die ich ausgeben kann und kann damit die Baldwin Ten-Wheeler mit dazu nehmen. So, Cleveland wächst, das freut mich. Cleveland sieht gut aus. Hat auch genügend Bier, das sie aber nicht verkaufen können. Die brauchen noch Mais und sowas alles. Habe ich nicht. Wollt ihr Obst? Ja, wollt ihr. Sollt ihr bekommen. Aktuell müssen wir sowieso nur darauf warten, dass wir irgendwann mal weiterkommen. So schön. Da reicht auch eine ganz normale Philadelphia. Und bitte einen Versorgungsturm mit dazu. Okay, jetzt haben sie auch Obst. Ich hoffe, ihr freut euch. Bin auch am Überlegen, braucht ihr Zucker? Habt ihr Zucker? Ja, ihr habt genug Zucker. Braucht eigentlich noch Holz und Mais, aber das gibt es hier nicht in der Nähe. Obwohl, doch, Holz hätten wir hier bei der Martinschneise. Okay, dann machen wir das. Dann ziehen wir hier eine Bahnlinie hoch. Brauchen dementsprechend Ausweichgleise. Oh, das wird zu knapp. So schön. Ausweichgleis Nummer 1. Auch hier vorne noch eins mit hin, damit die dann hier vorne warten können.
könnte auch einfach ganz normale Signale hinsetzen, aber will ich nicht. So ist schön. Wenn dann so. Guti. Okay. Zusätzlich werde ich dieses Gebäude jetzt ausbauen. Denn ich habe mir gerade überlegt, dass es gar nicht schlecht wäre, das zusammenzuführen. Und dann lieber ein anderes Schienennetz zu nehmen, sodass die sich hier nicht in die Quere kommen. Sonst müsste ich da auch nochmal Signale hinsetzen. Eine neue Lokomotive. Erpressung. Dein Unternehmen hat einen Erpresserbrief erhalten. Des Typs Zucker. Ich habe einen Zuckerbetrieb. Ja, zahle ich. Alles gut. So, was wollte ich? Ich bin raus. Die Consolidation oder die Consolidation B, die nehmen wir mit rein. Die müsste ja richtig viel Holz transportieren können. Und dann von der Martinschneise bitte hoch nach Cleveland. Hier drüben fehlen irgendwo Betriebsmittel. Ach, da. Die Moin sieht schon richtig schlecht aus. Hier habe ich auch noch keinen Versorgungsturm. Ich muss mich mal weiter um den Westen kümmern. Ich werde mal da drüben so ein bisschen gucken. Vielleicht kriege ich da noch einiges gebacken. Das wäre ja schön. Hier auch noch ein bisschen Geld abzufassen. Ihr wollt auch schon wieder eure Baumwolle verkaufen. Hier will aber keiner Baumwolle. Hier ist keine Nachfrage nach Baumwolle. Leute, St. Louis hat zwar Stoffe, aber die kriegen, glaube ich, Baumwolle, oder? Nein, kriegen sie nicht. Gut, dann werden wir nach St. Louis jetzt eine, oder über St. Louis eine neue Linie bauen. Muss ich hin da? Ist zwar teuer, aber besser als nichts. Bitte einen kleinen Bahnhof erstmal hin. Wer weiß, vielleicht können die anderen ja auch endlich mal Stoffe herstellen. Das wäre ja super. Goodie. Lokomotive wählen. Eine ganz normale Number 51 darf es richten. Und da von hier aus dort rüberfahren. Okay. Damit bekommen die in St. Louis jetzt auch Stoffe schneller produziert. Wie weit sind wir mit unseren Waffen? Immer noch 5 von 12. Das sieht schlecht aus. Bringt ihr keine Waffen runter oder was? Ihr seid die Falschen. Überfall wurde verhindert, das ist schön. Ich wollte gerade was oben gucken. Die Waffenlieferung nach Knoxville und Jackson sind angekommen. Ah, okay. Vielleicht können wir nun den Verlauf des Krieges zu unseren Gunsten wenden. Zwei neue Aufgaben. Der Krieg neigt sich dem Ende zu und das ist nicht zuletzt dein Verdienst. Unsere Armee kontrolliert immer mehr Gebiete. Nun müssen wir uns mit dem Wiederaufbau befassen. Richte deine Aufmerksamkeit besonders auf Atlanta. Die Stadt braucht Hilfe. Denn sie wird bald viele Heimkehrer aufnehmen müssen. Die Musterung findet nun in Louisville statt. Transportiere eine große Anzahl Soldaten von dort nach Atlanta, damit diese dort beim Wiederaufbau helfen. Gut. Vielleicht können wir sogar den Krieg beenden. Dazu müssen wir Truppen und Waren effizient verschieben. Dann sehen die Südstaaten, dass Kämpfe aussichtslos sind. Atlanta wächst wieder. Und die Heimkehrer in die Stadt können auch versorgt werden. Eine Katastrophe wurde abgewendet. Dank dir. Dank mir wächst Atlanta wieder. Okay, ich habe aus Versehen eine Aufgabe erfüllt. Und zwar sorge in Atlanta für 60.000 Einwohner. Das hat der andere nämlich für mich gemacht. Bringe 3.000 Passagiere ohne Halt von Louisville nach Atlanta. Louisville Railroad ist nicht zu bremsen. Über 10.630 Meilen Streckenlänge. Juhu, Louisville Railroad vergrößert Netz. Derzeit 52 Bahnhöfe angeschlossen. Ich wollte eigentlich schon längst Pause machen. Wir haben jetzt die ganzen Streckennetze von dem anderen übernommen. Atlanta, wo ist Atlanta? Da ist Atlanta. Wir müssen also von Louisville direkt runter nach Atlanta, werden dafür aber den Bahnhof nutzen, so wie er gegeben ist, werden eine Strecke hier durchziehen, egal wie teuer es wird, wir werden es schaffen. An dieser Stelle speichere ich jetzt noch ein letztes Mal. Wir werden gleich die Leute runterbringen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich freue mich drauf. Ja!